Einen wunderschönen sonnigen Dienstagmorgen wünsche ich euch. Hier ist wieder euer Chris vom Team BOT, kurz binäre Option, Testkanal. Ja, nachdem wir uns das letzte Mal, glaube ich, jetzt vor knapp 3 Wochen gesehen hatten auf dem Kanal Binäre Option Einsteiger, wurde dort das Konzept vollständig überarbeitet. Hier fokussiert man sich jetzt mehr auf CFD und Forex Trading und deshalb haben wir uns letztendlich dazu entschlossen, einen neuen Kanal zu eröffnen, weil ich mein Steckenpferd, die Binäre Option, auch weiterhin traden möchte und auch das Kanalkonzept des alten Kanals übernehmen möchte. Das heißt also, es geht auch nach wie vor um Testberichte, um Strategien, um Broker und darum hier letztendlich mit binären Optionen so profitabel wie möglich zu handeln. Dementsprechend würde ich mich irrsinnig darüber freuen, wenn wir die alte Community wieder zum Leben erwecken könnten. Das heißt, sprengt mächtig den Abonnieren-Button. Davon habt ihr letztendlich auch was, denn am Ende des Videos erwarten euch natürlich auch noch spannende Angebote. Also dranbleiben lohnt sich hier auf jeden Fall. Helft mir bitte, die Community wieder aufzubauen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Über euren Support bin ich natürlich unendlich dankbar. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz auf ein kleines Thema eingehen, was hier in den letzten Tagen ein bisschen die Welle machte. Und dazu möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich möchte, dass ihr mit offenen Augen durchs Leben geht. Ja, glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht. Google ist da euer bester Freund. Schaut da einfach mal vorbei, recherchiert vielleicht auch ein bisschen und dann werdet ihr ganz schnell merken, wem ihr hier Glauben schenken könnt und wem nicht. Auf kindliches Niveau lasse ich mich in jedem Fall nicht herab. Dementsprechend werde ich das Ganze einfach mit Ignoranz bestrafen. So, das war das Letzte, was ich dazu gesagt habe. Und macht euch bitte euer eigenes Bild. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr hier wieder mit dabei seid. Und ich werde euch jetzt gleich in unsere neue Strategie einführen. Denn erstmals haben wir in Kooperation mit dem YouTube-Kanal Trademaster ein eigenes Template veröffentlicht, beziehungsweise, ja, also wir haben alle unsere Erfahrungen ein bisschen mit reinspielen lassen und mit Trademaster, also mit dem guten David vom Trademaster-Kanal, ein Template entwickelt, was meiner Meinung nach ein echtes Goldstück ist. Also das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Wir sehen uns das gleich an. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt wollen wir uns das gute Stück mal anschauen. Tata! Ja, ich freue mich, ne? Binary Sniper V1, das ist das gute Stück, mit dem wir jetzt hier in Zukunft erstmal traden werden. Genial! Wir haben hier wieder ein Panel, bekannt wie beim Power Template, mit verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben in dem Fall zum Beispiel ein 3-in-1 Signalgeber konzipiert. Wie gesagt, gemeinsam mit dem YouTube-Kanal Trademaster, der hier als Hersteller fungiert. Wir haben hier aber dennoch unsere Erfahrungen definitiv mit einbringen können. Dementsprechend läuft das Ganze über eine Kooperation. Wir haben hier unter anderem die Möglichkeit, zum Beispiel den RSI auszuschalten. Das habe ich jetzt in dem Fall gemacht, da dadurch ein paar mehr Signale geworfen werden. Das ist wie beim Power Template das Pop-up, was in den Vordergrund springt, uns den Pfeil wirft und letztendlich dann sagt, in welche Richtung es geht. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel Trends auszuschalten. Wenn ich das jetzt mache, dann werden wir deutlich mehr Signale bekommen, weil wir dann auch gegen den Trend handeln. Ist ein bisschen was mehr unter, für die Zocker unter uns. Ich werde das jetzt tatsächlich einmal deaktivieren, in der Hoffnung, dass wir dann relativ schnell auch ein Signal bekommen. Dann werde ich zwar gegen den Trend handeln, aber die Beta-Testphase vom guten David hat bereits gezeigt, was das Binary Sniper Template in sich hat, beziehungsweise ja, was es kann. Und deshalb weiß ich, er hat mir quasi diese Einstellung auch empfohlen, dass das Ganze dann hier auch so gut funktionieren wird. Wir haben hier zum Beispiel auch, was ich total geil finde, die Widerstandslinien und die Supportlinien, was wir vom Destroyer noch kennen damals. Und das wurde hier jetzt quasi auch mit rein implementiert. Es ist quasi ein Template, ja, was alle guten Templates, die wir bisher auch getestet hatten auf dem alten Kanal, zusammenfasst. Und das ist natürlich ja, eine richtig schöne Nummer, kann man nicht anders sagen. Nach wie vor natürlich auch den Trendsignalindikator, der hatte sich beim Power Template ja auch bereits bewährt. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt hier gleich mal ein Live-Signal, dass ich dann direkt mal mit raufspringen kann hier auf das gute Bötchen.
Ich würde aber trotzdem vorschlagen, damit das Video nicht zu lange wird, werde ich das Video jetzt nochmal pausieren. Dann schauen wir uns das gleich einfach mal an, wie das Template in Aktion fungiert. Okay, bis gleich. So, ich habe jetzt hier leider noch kein verwertbares Signal bekommen vom Binary Sniper, deshalb habe ich jetzt kurzerhand einfach mal auf M2 umgeschaltet. In der Hoffnung, dass wir hier noch ein paar mehr Signale bekommen, weil sonst wird mir die Session hier irgendwie auch ein bisschen zu lange heute. Das ist entgegen der Meinung vom Hersteller, der sagt ganz klar, wir sollen hier im M5er Timeframe handeln. Aber ich habe mir jetzt hier eine markante Zone ausgemacht beim USD-Happy, wo ich bereit bin, auch dann mal gegen den Trend zu handeln. Wir sehen hier am Sniper-Trend, dass wir generell einen Abwärtstrend im Währungspaar haben. Aber wir sind hier wirklich im unterkauften Bereich bei der Stochastik und auch bei der RSI. Nähern wir uns der gestrichelten 20er-Linie. Das heißt, gebündelt mit dem Indikator, mit der M5er Supportlinie haben wir hier wirklich eine markante Einstiegszone ermitteln können. Und ich glaube, wir werden das Ganze jetzt auch gleich handeln. Wenn die Stochastik nach oben durchbricht, durch die 20er Linie, dann bekommen wir hier aller Wahrscheinlichkeit auch ein Autosignal vom Binary Sniper. Und dann will ich natürlich auch dabei sein, aber das ist jetzt der USD-Cut. Das ist nicht der, den wir uns ausgemacht hatten, aber dennoch werde ich den jetzt, glaube ich, einfach auf doof mal handeln. Dann werde ich jetzt hier nochmal kurz umschalten beim Broker. USDK 2 Minuten nach oben. Das wird der erste Trade hier auf unserem neuen Kanal. Und das wollen wir jetzt einfach mal mitnehmen, dieses Signal. Und dann schauen wir doch mal, wohin die Reise geht. So, relativ kleines, geringes Risiko. $50 jetzt im Markt. Ich freue mich, dass der erste offizielle Trade jetzt hier auf unserem neuen Kanal. Und wenn euch das auch freut, dürft ihr dem Video jetzt natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. So, wir befinden uns momentan leicht im Geld, laufen hier natürlich noch ein bisschen. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich das Signal jetzt hier entwickelt. Also, wir haben jetzt hier tatsächlich einfach nur stumpf das Signal nachgehandelt. Jetzt kriegen wir hier sogar noch eins USD Schweizer Franken. Ja, um 2 Minuten Timeframe geht das hier alles Rambazamba, ein bisschen schneller. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Wir positionieren uns auf jeden Fall immer nur in ein Währungspaar. USD Cut war es, den wählen wir natürlich nochmal aus. Wo haben wir ihn? Bin ich jetzt blind? Da. Okay. Und ja, da fangen meine Hände gleich wieder an zu schwitzen. Oder ein schöner Spruch vom Buschmann neulich: Gartenschlauchniveau hat meine Pulsader. Fand ich auch sehr, sehr genial. Buschmann ja ein absolutes Idol von mir, finde ich total super, den Typen. So, wollen wir doch den Trade hier nochmal verfolgen. Beim Broker, ja, natürlich nach wie vor mein Steckenpferd Finmax. Warum auch wechseln? Ich war hier wirklich in der Vergangenheit absolut begeistert. Die haben mich nie im Stich gelassen, von daher werde ich hier auch erstmal noch bleiben. Obwohl ich natürlich gewillt bin, auch in Zukunft noch Prestige Financial Markets mit reinzunehmen. Die will ich auf jeden Fall auch mal testen, weil das soll ein sehr, sehr guter und exzellenter Broker sein. Da habe ich auch nur Positives bisher gehört. Und jetzt hier im Hintergrund wieder ein Autosignal. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag im M2-Bereich. Das ist natürlich nicht so ganz optimal, eher ein bisschen was für Zocker. Wir sehen hier auch, der USD-Cut kommt noch nicht so richtig aus dem Quark. Schauen wir uns den hier nochmal an. Hups, ist er verklickt. So. Ja, da haben wir ihn. Da fehlt noch ein bisschen Pressing nach oben. Der könnte ein bisschen aber Rückenwind gebrauchen. In den letzten 25 Sekunden wäre das hier recht knapp. Wollen wir mal schauen, ob er reinläuft. Dann ist zumindest der erste Trade hier ja, in der neuen Staffel erfolgreich verhaftet. Und dann haben wir hier schon mal die ersten Profite machen können. So, die letzten 8 Sekunden und jetzt scheint er doch dann wirklich langsam hochzukommen. Jawohl, genauso soll das sein. Wir hatten hier das Signal vom Binary Sniper und der Trade wird in diesem Moment auslaufen. Und damit haben wir den ersten Trade erfolgreich über die Ziellinie gebracht. Ich freue mich. Und das mit dem neuen Binary Sniper V1. Sehr, sehr schön. Natürlich relativ kleine Rendite jetzt hier, ganz klar. Wir haben nicht so viel reingeschmissen in den Markt, aber was soll's. Da komme ich direkt zu unserem aktuellen Angebot. Und zwar gibt es
ein exklusives Einsteigerpaket. Wir haben allerdings nur 16 freie Plätze dafür noch zur Verfügung. Deshalb müsst ihr hier ein bisschen Gas geben. Ich denke mal, bis Ende nächster Woche habt ihr auf jeden Fall die Chance, noch einen der Plätze zu ergattern. Binary Sniper Lerngruppe gehört dazu. Da ist der Hersteller drin. Der wird euch das alles nochmal erklären. Der wird mit euch zusammen Live-Trades machen und so weiter und so fort. Da könnt ihr wirklich sehr viel lernen, was das Binary Sniper Template angeht. Dazu gibt es das Template an sich natürlich unlimitiert dazu. Und jetzt kommt on top auch noch der Testsieger aus der letzten BOE-Staffel, dem Power Template V3.0. Den gibt es auch noch unlimitiert, kostenlos mit dazu, wenn ihr das Ganze über einen Brokerabschluss macht. Und zwar findet ihr den Link dazu zu Binary Welt in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch dann einfach bei einem der Broker anmelden. Ich werde euch das gleich auch nochmal kurz zeigen. Jetzt haben wir hier schon wieder ein Signal im Hintergrund. Bin gerade überlegen, ob ich das direkt nochmal mitnehme. Euro-Yeppie, sollen wir nach unten handeln? Dann machen wir das doch einfach mal. Oh, das wird eine lange Aufnahme. Normalerweise ist es untypisch für mich, weil ich mich dann erstmal wieder beruhigen muss, ein bisschen runterfahren muss. Ah, jetzt stürzt er schon, jetzt stürzt er schon. Ich gehe hier einfach direkt nochmal jetzt rein mit 50. Jetzt habe ich ihn nicht bekommen. Zu hohe Volatilität. Ah, der fällt schon zu doll gerade. Der fällt schon zu doll. Schade. Hätte ich natürlich jetzt gerne mitgenommen. Aber was soll's? Schaut euch diese Signale an vom Binary Sniper. Und das ist das, worauf ich mich so gefreut habe, euch das zu zeigen. Da wird noch einiger Spaß auf uns zukommen. Wie gesagt, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das hier bisher hierhin gefallen hat. Ich will auf jeden Fall jetzt noch einen Trade raussuchen und dann sehen wir uns gleich nochmal zurück. So, da bin ich wieder. Mittlerweile 16.09 Uhr. Das ist doch relativ sehr spät für meine Verhältnisse. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich muss gestehen, dass ich in der Zwischenzeit leider noch einige andere Dinge zu erledigen hatte. Dann kam auch noch die Mittagspause dazwischen etc. pp. Also ich werde jetzt hier nicht auf Krampf noch einen Trade eingehen. Das tut mir leid. Ich bitte das zu entschuldigen. Dann lass uns hier lieber am Freitag dann ganz gediegen nochmal eine Früh-Session machen. Das wird dann wahrscheinlich auch sehr viel stressfreier vonstatten gehen. Ich habe am Anfang des Videos vergessen zu erwähnen, dass wir natürlich heute auch wieder ein Gewinnspiel für euch aufgelegt haben. Und das möchte ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. So, und zwar geht es hierbei um ein Privatcoaching bei einem meiner Meinung nach echten Experten. Ich kenne den Gilbert, ist ein richtig feiner Kollege und der hat tatsächlich eine Strategie entwickelt, mit der nicht nur er profitabel binäre Optionen handelt, sondern auch mittlerweile viele andere und das sehr, sehr erfolgreich. Guckt auf jeden Fall mal auf die Seite www.experten-coaching.net, da könnt ihr euch auch einige Rezensionen angucken. Das sind tatsächlich echte Rezensionen. Ihr findet diese Kunden dann auch später in der Skype-Gruppe vom Gilbert wieder, könnt euch da auch gerne mit denen austauschen. Und dieses Coaching hat es wirklich in sich. Insgesamt hat dieses Bundle, was wir hier verlosen, einen Preis von 798 Euro. Also macht da unbedingt mal mit. Ganz einfach, im Endeffekt braucht ihr einfach jetzt nur mal in die Kommentare schreiben, welche Strategie ihr persönlich am besten findet und dann am besten natürlich auch mit Begründung etc. Das würde mich einfach mal freuen. Gibt mir vielleicht auch nochmal wieder Input und ansonsten gibt es zu dem Expertencoaching natürlich auch ein Template nach Wahl. Entweder unser neues Prachtstück, das Binary Sniper V1 oder das Power Template in der Version 3.0, das gibt es dann on top dazu. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, da findet ihr auch nochmal alles. Und ja, hackt fleißig in die Kommentare und ein Kommentar von euch wird dann wie immer in der Lostrommel landen. Und ja, ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir hier wirklich wieder eine schöne Community aufbauen. Ich freue mich da sehr drüber, wenn ihr mich hier unterstützt, vielleicht das Video auch teilt mit euren Freunden oder im Social-Media-Bereich etc. Egal, was ihr tut, Support ist kein Mord, ihr wisst es ja. Und ich hoffe, dass wir dann am Freitag direkt die nächste Handelssession hier starten können und dann werden wir hier auch mal richtig Gas geben mit dem Binary Sniper. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich quasi wieder da bin für euch. Ich freue mich auf eine schöne Zeit und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Feierabend. Ich werde jetzt auch das Video schneiden und mich dann langsam zur Ruhe begeben. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Macht's gut. Tschüss, tschüss.